So, Hallöchen, herzlich willkommen zu Ghost Recon Wildlands. Wir sind hier im alten, ehrwürdigen Produktionsstätte, wo alles begonnen hatte. Und da sind wir noch nicht ganz fertig, denn wir haben hier noch das ein oder andere aufzulösen. Schnauz. Ach, das ist nur eine. Okay, nichts passiert. Ja, eine, ne? Hey Chica! Yeah, nice! Alles klar bei uns. Ist das sowas wie Scheißhaus? Da ist jetzt aber wieder ein Heli, ne? Unidad Heli, unten bleiben. Gleich Unidad Heli, fuck. Was machen die hier? So, was haben wir hier Hübsches? Eine Waffenkiste natürlich. So, ansonsten... Ja, das war's dann, ne? Das war's dann, können wir looten, hat er gemeint. Die Dinge sind auch nicht mehr gerade die besten, ne? Die drin, aber die erfüllen ihren Zweck, von daher. So, wir stecken mal die Waffe weg, denn hier gibt's ja nichts mehr. Was wir looten können. Hier vielleicht noch was? Nein. So, gucken wir hier nochmal rein. Hier können wir gar nicht reingucken. Deswegen geht's weiter nach unten. So, da haben wir nämlich neue wichtige Daten. Ich denke mal, das wird eine Kingslayer-Akte sein. Hui. Schau aber nochmal hier kurz in die Hütten neu. Aber ich glaube, hier wird gar nicht mehr produziert, ne? Oder? Warum sind dann so viele Wachen hier? Vielleicht mischen sie es wieder mit Benzin. So. Wir hören es uns mal an. Was die Jungs zu sagen haben. So, Bildhinweis. Legende erhalten. Bildhinweis. Legende. Pachamama, Erdgöttin der Anden und Hüterin der Fruchtbarkeit, wird in ganz Bolivien verehrt. Vor kurzem sind in Ocoro ganze Waldgebiete und alles, was darin lebte, auf unerklärliche Weise gestorben. Einheimische behaupten, Pachamama blute und hinterlasse auf dem Land große unheilbare Wunden. Umweltagenturen vermuten, dass sie auf chemische Abfälle zurückzuführen sind, die aus dem nahegelegenen Kokainlabor stammen, die Santa Bianca in Ocoro errichtet hat. Pachamanaden. So, die nächste Kingslayer-Akte haben wir dann auch schon mal. Nice, dann haben wir ja nur noch drei, ne? Dann haben wir ja eigentlich nur noch drei. Dann könnten wir doch glatt hier nach unten gehen, zu diesem unbekannten Ort. Aber da schnappen wir uns mal am Motorrad, komm. Was soll der Geiz? Fahren wir mit dem Motorrad. Halt, wir müssen zusammenbleiben. Ich nehme das Motorrad. Was, wir müssen gar nichts. Geh schon mal vor. Ja,
Ja, mit dem Heli Motorrad können wir doch da über die Bumper fahren. Meter, da geht was. Ui. Ich sollte mal wieder aufs Land treffen, ne? Wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. So. Eieiei, das wird halt nichts mehr mit dem Motorrad mehr. So, alles herrlich steinig hier, jawohl. Ui, hier haben wir was, hier haben wir was, hier haben wir was. Das schreit quasi nach Versorgungsschub. Alle mal stehen bleiben, wir sind ein paar Es sind Gegner in der Nähe. Ich sehe niemanden. Drüben beim Nahrungscontainer. Ach, hier. Tango ist bestätigt. Bereit zum Angriff. Ich sehe das Ziel. Ne, einen schnappen wir auch noch. Schieße. Habe einen. Nice. Geschafft. Haben wir alle noch ganz. So, her damit. Na, 10 EP haben oder nicht haben. Summiert sich auch hoch, ne? Feinde im Bereich. Augen auf. Der Depp hat mich zwar gesehen, ne? Aber dann doch wieder nicht irgendwie. Okay, Leute. Stürme die Jagd, Wir werden gejagt von wem? Ich sehe schon wieder ein Heli. So, was haben wir hier? Tankstelle! Nice, hier muss es doch was geben, oder? Alles sauber hier. Sorry, aber hier ist noch mal einer. Hm, da wurde aber auch schon lange nicht mehr dankt hier, oder? Wo ist der andere? Können wir hier uns was rauslassen? Nee, ja. Der muss hier irgendwo sein, das Radio. So, wir gucken noch mal hier kurz rum, ums Eck. Alle Autoreifen, jawohl. Alles da, was eine Tankstelle braucht. Vielleicht ein Waschanlauch wäre nicht schlecht. So, dann hätte ich aber gesagt, machen wir weiter und zwar zum nächsten. Ich denke mal, hier werden wir wesentlich mehr Feinde uns entgegenspringen. So unbekannter Ort. Das brauchen wir nicht lesen, das haben wir schon. Was, Santa Blanca? Nerv mich nicht. So, ich steck mal die Waffe weg. Und dann laufen wir einfach mal hier entlang.
Na, schau her. Ei, ei, ei. Ai, ai, ai. Naja. Aber dass da keiner was macht, dass da keiner die runterholen, ne? Ich sehe aufgehängte Leichen am Straßenrand. Sieht nach Zivilisten aus. Sie glauben, das verscheucht uns? Großer Fehler. Hier laufen Gegner rum. Hier ist ein Sicario. Sag mir wo. Das Feld. Was ist das hier für ein Feld? Setze Drohne ein. Ich sehe ein zweites Ziel. So laufen die hier rum. Noch ein dritter. Leute, ich hätte gesagt, die schnappen uns, oder? Tango ist markiert. Bin bereit. Hab das Ziel. Hab das. Bin schussbereit. Abschuss bestätigt. So, das ist ein Rebellenunterschlupf. Wenn das ein Rebellenunterschlupf ist. Wieso sind hier dann keine Rebellen? Da ist einer mit Maschinenpistolen. War ja nicht gestanden, ehemaliger Rebellenunterschlupf, oder? Hab noch einen Tango. Das sind nur zwei. Dann das da hinten. So, Kollege. Scheiße, das hat ihn aufgeschreckt. Nice! Okay, aufatmen. Okay, war knapp. So habe ich es natürlich nicht gewollt, ne? Ganz klar. Zurück mit dir. Wartet. Zurück mit dir. Waffenkiste entdeckt. Jungs, hier sind Unidad-Fuzzis. Ich sehe noch einen Tango. Tango ist markiert. Was jetzt? Gar nichts. Ich hab das Ziel. Wir lassen die mal, die fahren weiter. Wie kommen wir hier rein? Ah, hier spielt die Musik. So, grüß Gott. Schnell mal Nachschub besorgen. Kurz aufladen. Und neue Waffenmodifikation. Nice. Geil, das kann ich gebrauchen. Ui, Maschinenpistole, Alpha Laservisier, Alter. Was, vertikaler Handgriff?
Unterlauf, wir haben den neuen Unterlauf. Einfacher Granatwerfer, nice. Habe ich gar nicht mal gewusst, ne? So, was haben wir jetzt bekommen? Ich weiß es gar nicht, was haben wir jetzt bekommen? Das haben wir doch bekommen, oder nicht? So, Operation Kingslayer 10, aktuelle Stufe Rebellentruppe 6 von 45, Sender Blanker Kartell 5%. Unidad-Kräfte kennst dich aus. So, also irgendwie, ne? Hat es irgendwie nichts gebracht, irgendwie. Wir haben doch dieses... Ach, für Maschinenpistole, die haben wir ja noch nicht. So, drücken Unterlauf zu justieren. Links, 2. Ah, einfacher Granatwerfer, Unterlauf entfernen. So, was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Ach, hier haben wir jetzt Granatwerfer. Nice! Okay, wieso habe ich das nicht vorher ausgerüstet gehabt, ey? Okay, richtig geil. Richtig, richtig geil. Ich hätte aber auch gerne eine neue MG irgendwie, man weiß es nicht. Und dass hier gar keine Rebellen mehr sind, ne? Was ist das für eine? Na, sowas. Ah, mit dem könnte man es eigentlich schaffen, ne? Okay, gehen wir. Zum nächsten Ort. Fahren wir aber mit dem Heli, weil wir es können. Beziehungsweise fliegen wir mit dem Heli. Aber hier steht auch Rebellen-Auto, ne? Ich bin der Pilot. Aber weit und breit keine Rebellen. Du fährst das Ding besser nicht. Nee, ich flieg's. So, Gentlemen. Leg mal los. Und hier gibt's doch einiges an Feindaktivitäten. So, hier gibt es doch einiges an Feindaktivitäten. Uiuiui, Checkpoint, was für ein Checkpoint. Ah, hier möchte ich mal hin, genau. Ui, fuck! Jetzt ist das Ding explodiert. Fuck. Fuck. Was machen wir, Boss? Runter! Wer verfolgt uns hier gerade, Alter? Ich greife an. Alter Verwalter, ey.
Meine Seite ist sauber. Da landest einmal nicht nach Plan, ne? Das ist eine Tankstelle. Sie mich verarschen, das ist doch keine Tankstelle. So, wurscht. Ist wurscht, hat er gemacht. So rein mit dir. Yes. Na, hier können wir grillen. So, nächster Halt. Gentlemen. Ich fahre. So, nächster Halt, hätten wir gesagt. So ist hier ein Heli. Nächster Halt. Komm, machen wir in der Folge noch den. Mann, ich darf überhaupt nicht mehr fahren. Nur wegen dem Einmal. Ich muss ja immer fahren, also ich würde es schon gern begrüßen, dass ihr auch einmal eine Runde fahrt, ne? Aber. Komm, hör mal wegen Radio. El Chico, oui. Que rollo, plebes. Hier ist DJ Perico mit einer besonderen Botschaft von El Sueño. Waffenbrüder. El Sueño. Arsch du. So. Nimm das noch mit. Und rein mit euch, Gentlemen. Ich fahr halt einfach mal los, ne? Ihr spawnt ja da immer zum Glück nach. Daher. Uiuiui, jetzt gibt's Serpentinen-mäßig, ne? Hau halt ab. Aber der Jeep ist doch das Beste dann, ne? Für dieses Gelände. Baba. So, Spaß auf der Gas, hat er gemeint. Das ist ein Vollpfosten, Vorposten. Wie komme ich dann hier hin? Ach ne, wir sind schon richtig. Müssen nur noch kurz mal hier entlang. Ich wollte schon sagen, ich sehe hier schon gar nichts mehr. So, Musik machen wir mal aus. Oh oh. So, Gentlemen. Shit, wir haben Gesellschaft. Ich habe zwei Sicarios beim Reifenstapel. Ist doch wegen was Größeres, hä? Ah, dann mal hoch wieder. So. Was, Chica, Chica? Okay, es schaut dann doch größer aus, als es dann im Endeffekt ist, ne? Und das macht drei. Ich sehe einen Hauptmann. Sie sehen dich gleich, verzieh dich. Ah.
Nice! Okay, doch nicht so nice. Etzeler, yes! Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Ja, und wir erst, ne? Alter Verwalter. So, wir laufen nochmal hier natürlich nach oben. Auch wenn ich denke, gerade wollte ich mein Maul zu machen. Auch wenn ich denke, dass hier nichts ist. Aber hier war doch was. Schnauze, so. Ach, ist das schön, wenn die Musik aus ist, ne? So, dann gehen wir mal hier rein. Ah, da haben sie wegen Karten gespielt und wegen Poker, wie es ausschaut. So, nice. Nehmen wir das nochmal. Die machen ja einiges an Müll, ne? So, die Frage ist, können wir hier vielleicht noch hoch? Das ist wie so ein kleines Überlandwerk, ne? Also, ne, was schon? Überlandwerk kennst du doch, oder? Sagt mir das so, ich kenne das als Überlandwerk. So, egal, auf jeden Fall ist es hier sehr, sehr ruhig gerade. Und dann hätte ich gesagt, machen wir hier eine kleine Pause. Fahren dann morgen mit dem Kartellauto. Die haben aber schon geile Karten, ne? Und ja, sehen uns dann morgen in aller Frische zu Ghost Recon Wildlands. Macht's gut, Servus, euer Franconia.